Fortan verbrachte ich noch viel mehr Zeit im Schuppen und zeichnete wie besessen Bilder in den Staub, die Arturo mit seiner Trompete alle wieder fortblies. Es ist bald 5 Jahre her, seit mein Alter gestorben ist. Noch am offenen Grab sagte Mutter zu mir: Er war nicht dein Vater, Antonio. Ich durfte es dir nicht früher sagen, verzeih mir. Wenn er es erfahren hätte, nicht auszudenken, was dann geschehen wäre. In ihrer schwarzen Trauerkleidung wirkte sie noch kleiner und zerbrechlicher als sonst. Antonio, er war viel älter als ich, hatte nur eine Hand und ein zernarbtes Gesicht. Und ich brauchte einen Ehemann, bevor mein Bauch groß und rund wurde. Es wäre sonst... Das verstehst du doch. Rechts eine Bergkette, links eine flachere Erhöhung, dazwischen mein grauer Weg. Kaum Verkehr, da und dort der Blick auf Dörfer, auf winzige Hügelstädte. Ich habe keine Eile, niemand wartet auf mich. Die Reifen singen auf dem Asphalt. Irgendwo auf dem Nebensitz liegt ein Apfel. Mit der rechten Hand taste ich nach der Frucht. Ich esse, der Saft rinnt mir über die Lippen, ich schlürfe ihn zurück.
Nach einer Kuppe wird die Sicht auf die Stadt frei.